Ich könnte mich jetzt an die Hetzer der Straße und des Netzes wenden, an die Typen, die Heime anzünden, sich Gaskammern wünschen und auf Kinder urinieren. Aber erstens haben das schon andere vor mir gemacht und zweitens spreche ich nicht mit Rassisten, Brandstiftern und Nazis. Die sind gegen Menschlichkeit sowieso immun. Ich wende mich an diejenigen, die unsicher sind, verunsichert sind, bedrückt, an die, die Angst haben und deswegen in das Gebrüll gegen Flüchtlinge mit einstimmen. Eure Angst ist berechtigt. Ihr sucht nur auf der falschen Baustelle nach der Lösung. Ihr habt Angst, weil ihr seit Jahren mit ansehen müsst, wie das Land statt mit Vollbeschäftigung, mit Minijobs und befristeten Verträgen überschwemmt wird, immer weniger Menschen von ihrer Arbeit leben können, die Renten und Löhne kontinuierlich gekürzt werden, die Armut im Land wächst, Kinder hungern, Familien aus ihren Wohnungen ausziehen müssen, die Verteilung des Geldes immer ungerechter wird, die soziale Kälte immer eisiger. Eure Angst ist berechtigt. Nur mit der Suche nach den Schuldigen dafür seid ihr auf dem Holzweg. Deutschland gehört zu den größten Waffenexporten der Welt, aber auch zu den Ländern, die im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung am wenigsten Flüchtlinge aufnehmen. Flüchtlingsströme entstehen durch Kriege. Kriege können nur geführt werden, wenn Waffen exportiert werden. Somit gehört Deutschland zu den Ländern, die durch ihre Waffenexporte einen Großteil der Flüchtlinge zu verantworten haben. Eure Angst ist auch deswegen berechtigt, weil ihr nicht diejenigen seid, die an Kriegen und Waffenexporten verdienen. Ihr nicht und die Flüchtlinge nicht, womit es eine eindeutige Gemeinsamkeit gibt. In eurer Angst wendet ihr euch gegen die Menschen, die ihre Länder verlassen müssen. Ihr solltet euch in eurer Angst besser gegen die wenden, die die Gründe dafür schaffen. Die Flüchtlinge sind unter anderem ein Problem, das der Konsequenz der ungezügelten Gier nach Geld geschuldet ist. Eine Gier, die nicht die Menschen im Blick hat, weder hier noch anderswo. Denkt über eure Angst nach und versucht doch bitte nicht immer die einfachen Lösungen zu favorisieren, sondern ein wenig weiterzuschauen. Womöglich kommt ihr dann zum Schluss, dass es keinen Grund gibt, Flüchtlinge zu hassen, dass es aber tausend Gründe gibt, die für die Flüchtlingsströme Verantwortlichen zu verurteilen. Nur mal so, als Anregung. Mit nur einem Klick kannst du den Denkfunk abonnieren. Hol dir dein Willkommensgeschenk ab. Freue dich auf prominente Gäste beim Denkfunk-Festival. Denn Denkfunk braucht dich, damit wir mehr erreichen, mehr informieren, Mehrwert schaffen.